Hallo, grüße euch, Paraguay Live und wie immer herzliche Grüße an alle Paraguay Live-Fan aus dem wie immer sonnigen Paraguay. Bleibt dran! So, wieder in der vollen Sonne. Ich muss ja gleich wieder in den Schatten, sonst sehe ich überhaupt nicht, wer sich dahinter von euch versteckt. Ja. So, aber jetzt mal ganz ernst. Also, das heutige Thema, Auswandern nach Paraguay, Einwanderungsdokumente nochmal und Einwanderungshilfe. Also, grundsätzlich das Thema Einwandern nach Paraguay. Bleibt dran, es wird spannend. So, jetzt klappt es, glaube ich, mit der Belichtung. So, zuerst vielen, vielen lieben Dank für eure ganz freundliche Anfragen, vor allem auch am Wochenende. Also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz top und viel gearbeitet. Aber vielen Dank nochmal für eure Anfragen, auch bezüglich der Einwanderungsprozesses, was man alles dazu braucht. Also vor allem an die Katrin und Holm, liebe Grüße. Petra und Jürgen, auch ganz herzliche Grüße. Dann sehe ich den Hans, ja, das Alleinstehende, liebe Grüße, hält die Ohren steif. So, und da gibt es noch einen Peter, auch vielen Dank. So, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele andere, die ich da namentlich nicht nennen möchte, weil wenn ich anfange, alle zu nennen, werden vielleicht auch viele davon sich vielleicht nicht angesprochen fühlen. Oder ich mit einem alten Kopf kann es vielleicht vergessen haben. Sorry, also nochmal vielen Dank an die ganzen Anfragen, an die ganzen Fans. Jetzt gehen wir richtig an die Sache ran, okay? So, jetzt wieder im Büro, also schön im Schatten. Deshalb kann man sich auf die Beantwortung der Fragen konzentrieren. Nochmal für alle diejenigen, die Interesse daran haben an der Einwanderung nach Paraguay. Es geht darum, man braucht grundsätzlich drei Dokumente. Ja, also Geburtsurkunde so oder so, das ist das Wichtigste. Ja, und zwar mit Apostille. Okay, natürlich die zweite Variante, Beglaubigung durch die Botschaft bzw. durch ein Konsulat, bleibt bestehen, aber es geht auch einfacher. Also, Geburtsurkunde mit Apostille, dann Heirats- bzw. Scheidungsurkunde, falls euch betrifft, dann Gesundheitszeugnis, was man auch hier direkt in Paraguay machen kann. Es geht darum, vor allem um die ansteckenden Krankheiten wie AIDS. Und die vierte wichtigste Sache auch oder mit die wichtigste ist ein Führungszeugnis. Ja, das solltet ihr auf jeden Fall auch mit Apostille haben. Ja, also das ist so im Ganzen. Dann braucht ihr natürlich noch die 5000 US-Dollar. Falls ihr selbst hier erscheint, ja, das wird auf eine stattliche Bank eingezahlt und nach 2-3 Monaten, je nachdem wann der Einwanderungsprozess abgeschlossen wird, erhält ihr das Geld wieder zurück mit kleinen Abzügen von der Bank. So ungefähr sieht diese Sache aus. Das ist, wenn ihr das persönlich beantragt. So, ich damals oder wir damals vor mittlerweile fast 19 Jahren, die wir hier in Paraguay sind, haben uns für einen Fachmann entschieden, der heute sowohl Fachmann geblieben ist, als auch Freund geblieben ist. Also Hut ab mit solchen Menschen, mit solchen Fachleuten,
bin ich wirklich begeistert und es ist eine Ehre, zusammenzuarbeiten. Es geht letztendlich um die Einwanderung, ja? Also um die Einwanderungsdokumente. Was ist denn wichtiger? Also ihr könnt doch nicht ins Land kommen und einfach 100, 200 oder auch 300 Euro sparen, ja, weil andere es preiswerter anbieten. Was heißt das? Gut. Also ganz klipp und klar. Ich will damit nicht behaupten, dass andere schlecht machen, aber ich behaupte, dass wir einfach die Besten sind. Und die vertrauenvollsten. Wenn ich alleine schon fast 19 Jahre, also 2 Jahrzehnte her bin, da kann man sich auf mich wirklich 100% verlassen. Und diejenigen, die mich erkennen, wissen, dass es auch so der Fall ist. Okay? Das ist das Wichtigste. Also fängt mit dem Sparen nicht am verkehrten Ende und trifft die korrekte Entscheidung. Also das Paraguay Live Team, was die Einwanderungsdokumente eingeht. Bleibt dran. So, also die Sache sieht ja so aus. Klar, es gibt wie überall auf der Welt Einwanderungsberater, die, ich sage jetzt mal, nach 2, 3, 5 Monaten oder 6 Monaten oder vielleicht einem Jahr Aufenthalt in Paraguay sich zu Berater machen. Diese Sache kann natürlich auch schief gehen. Das heißt, wie ich schon am Anfang des Videos erwähnt habe, ihr könnt entweder selbst gehen zum Ausländeramt bzw. zur Einwanderungsbehörde und alles beantragen. Überhaupt gar kein Problem. Oder aber uns beauftragen und da seid ihr auf der sicheren Seite. Oder aber andere beauftragen, wo man wenig weiß, was dabei rauskommt. Okay? So, also die Entscheidung liegt bei euch. Entweder wählt ihr das Paraguay-Team, also wir arbeiten wirklich mit erfahrenen Beratern. Ich bin selbst, wie gesagt, 2 Jahrzehnte hier und auf der anderen Seite natürlich Leute, die gerade nach Paraguay eingewandert sind. Eure Entscheidung, euer Geld. Das ist also die Variante, also vorher einfach mich anrufen, falls ihr noch Fragen habt. Wie geht es mit der Online-Variante? Lohnt sich nicht? Grundsätzlich kann ich ja auch sagen, dass die Online-Variante lohnt sich, falls ihr nicht in den nächsten Wochen vorhabt, nach Paraguay zu kommen. Damit ihr letztendlich die Basisinformation, die ihr bräucht, erhält. Ja? Und denke ich mir, das ist ja klar. Also ich verdiene auch mein Geld mit der Einwanderungsbehörde, mit Grundstückkaufs und mit anderen Sachen. Aber ich bin 100% sicher, dass diese Basisinformationen, ja, hat jeder das Recht von euch, es zu erfahren. Ja. So ging es mir auch vor 19 Jahren mittlerweile. Ich habe es auch natürlich Leute gesucht, die mir helfen und die mir korrekte Informationen geben. Deshalb vielen Dank an euch nochmal. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. So, jetzt wieder in der Sonne. Ich hoffe, es geht. Ja, müsste es gehen. So, vielen Dank für eure Zeit. Falls euch das Video gefallen hat bzw. geholfen hat, einfach Likes nach oben nicht vergessen. Ja. Hier links werde ich euch einen Button geben, ein rundes Zeichen, da kommt... Schön. Sorry. Da könnt ihr euch den Kanal abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und wie gesagt, Likes nach oben und links wie immer werde ich weitere empfehlenswerte Videos aus unserem Kanal verlinken und hier oben, glaube ich, wird das Zeichen kommen. Abonniere diesen Kanal. Mach's gut, vielen Dank auch für eure Zeit und herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Mach's gut, bis zum nächsten Video.